Herzlich willkommen zur zweiten Sofakirche. Hier aus Treysa, aus der evangelischen Kirche, grüße ich Sie ganz herzlich zu dieser Andacht am Sonntag Letare. Letare bedeutet, freuet euch. Und in diesen Tagen tut uns das Not, ein wenig Freude. Viele von uns sind verunsichert, haben Angst vor Corona und allem, was damit einhergeht. An diesem Sonntag ist uns besonders zugesagt, freuet euch. Besondere Freude bereitet uns hoffentlich heute auch die Musik, die zwei Menschen, die sonst in unserer Kirchengemeinde aktiv sind, beigesteuert haben. Jonathan Klein hat am E-Piano eingespielt, was heute als Lied im Hintergrund laufen wird. Und Eva Büschelberger, die Chorleiterin unseres Gospelchores, hat dazu gesungen. Beide unabhängig voneinander haben sie uns diese Datei sozusagen über das Internet geschickt. Und wir können deshalb leichter mitsingen. Vielen Dank euch beiden dafür. Neben all der Freude, die in dieser Andacht auch Platz finden soll, mussten wir in der vergangenen Woche aber auch Abschied nehmen von einem Gemeindeglied. Wir können sie an dieser Stelle nicht namentlich nennen, wollen ihrer aber dennoch gedenken, so wie wir es sonst in unseren Gottesdiensten auch tun. Sie verstarb am 29. Februar im Alter von 88 Jahren. Auf dem Friedhof am Freitag hörten wir auf das Wort aus Jesaja 61. Ich bin gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu trösten alle Trauernden. Im Gedenken an die Verstorbene entzünden wir eine Kerze an der Osterkerze, dem Symbol der Auferstehung. Gott, du bist die Hoffnung, wo Leben verdorrt. Auf steinigem Grund wachse in mir. Sei keimender Same, sei sicherer Ort. Treib Knospen. In diesen Tagen
Seit dem Ausbruch der Corona-Krise scheint sich ein Bibelvers in vielen Herzen als derjenige Vers abzuzeichnen, der uns allen Kraft und Trost spendet. Dieser Vers, er steht im zweiten Brief des Paulus an Timotheus. Da heißt es: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das sind Worte, die wir uns in diesen Tagen ganz besonders zu Gemüte führen müssen. Uns einmal konzentrieren auf das, was sie uns eigentlich sagen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Ich weiß, dass viele von Ihnen Furcht im Herzen tragen. Corona ist eine Krankheit. Einige von Ihnen werden Angst vor Ansteckung haben. Andere haben Angst vor dem, was mit dieser Krankheitswelle über Europa, über Deutschland und die Welt hinwegrollen könnte. Einige von Ihnen haben Angst davor, ob Sie vielleicht Ihren Job verlieren. Ich verstehe, dass diese Ängste real sind. Aber ich glaube, und das habe ich aus der Ansprache unserer Kanzlerin mitgenommen, ich glaube, dass wir gemeinsam, wenn wir gegen diese Krankheit kämpfen, wenn wir Abstand halten voneinander und wenn wir uns zusammen bemühen als Gesellschaft, das in den Griff kriegen. Und dann wird uns, glaube ich, auch Zuversicht geschenkt. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern drei andere Dinge. Den Geist der Kraft. Ganz viel Kraft erlebe ich, und davon bin ich beeindruckt, gerade unter den Menschen, hier in Traisa, aber auch in der Welt. Einige Freiwillige unserer Gemeinde stellen gerade eine Art Nachbarschaftshilfe zusammen, versuchen sich den Geschäften und den Ärzten und allen möglichen Diensten in unserem Dorf, die es vielleicht braucht, anzubieten als Helfer. Sie bieten an, älteren Menschen ihre Einkäufe zu erledigen. Im Internet haben mich sehr viele Dinge sehr beeindruckt in den letzten Tagen. Menschen, die miteinander singen, die sich verabreden, um gleichzeitig zu beten, auch wenn sie getrennt voneinander in ihren eigenen Häusern sind, die Kerzen in ihre Fenster stellen als Zeichen der gemeinsamen Andacht. Alles das sind tolle Zeichen. Dahinter steckt eine Geisteskraft, von der ich glaube, dass sie eine Wirkung des Heiligen Geistes ist. Menschen haben innovative und kreative Ideen, wie man in dieser Zeit miteinander Gemeinschaft haben kann, ohne physisch, körperlich beieinander zu sein. Das finde ich toll. Gott hat uns nämlich auch gegeben den Geist der Liebe. Diese Liebe, die Nächstenliebe, das ist etwas, von dem ich hoffe, dass es aus dieser Corona-Krise mitgenommen werden kann. Ich spüre in diesen Tagen ganz viel von dieser Nächstenliebe. Menschen, die nachfragen, wie geht es? Vielleicht tun auch Sie das in den nächsten Tagen. Nehmen einfach mal den Hörer in die Hand und rufen bei Ihren Nachbarn an. Fragen mal bei der älteren Nachbarin, die vielleicht nicht aus dem Haus geht, weil sie Angst vor Ansteckung hat. Im Telefon, da lauert keine Gefahr. Da können Sie nachfragen und mal hören, was in ihr gerade vorgeht. Das finde ich toll, dass Menschen so Anteil nehmen aneinander, liebevoll und freundlich aufeinander zugehen, auch mit Abstand. Gott hat uns aber auch noch etwas Drittes gegeben, den Geist der Besonnenheit. Und die brauchen wir in diesen Tagen ganz besonders. Nicht aufgeregt sein. Uns nicht übermannen lassen von Ängsten, die sich vielleicht in unserem Gehirn versuchen, Raum zu machen. Besonnenheit, das können wir erbeten von Gott, erbitten von Gott. Und ich bin mir sicher, er schenkt sie uns. Wenn wir alle miteinander uns an das halten, was die Behörden uns sagen, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, gut aus dieser Krise rauszukommen. Besonnenheit bedeutet auch, nicht jeder Meldung gleich Vertrauen zu schenken. Im Internet tummeln sich auch Menschen, die es nicht nur gut mit uns meinen. Nicht jede Falschmeldung sollte uns gleich aufwühlen.
Bewahren wir einen kühlen Kopf. Schalten wir die Medien ein, von denen wir wissen, dass wir ihnen vertrauen können. Abends in der Tagesschau wird uns auf ordentliche und gut recherchierte Weise erzählt, was in der Welt gerade passiert. Das kann reichen. Über WhatsApp oder Facebook sind nicht alle Dinge richtig. Deswegen braucht es Besonnenheit in diesen Tagen. Und Besonnenheit kann uns auch dazu helfen, innere Ruhe zu finden und einmal im Gebet innezuhalten, vielleicht auch zweimal. Wir haben es in der letzten Woche vielleicht schon miteinander eingeübt. Um 11 Uhr und um 18 Uhr läuten hier in Treisa die Glocken. Dann einen Moment innehalten, an all die anderen Menschen denken, die vielleicht jetzt auch innehalten und mit denen wir im Gebet vereint sind. Aus so einem Moment des Innehaltens und der Stille kann uns neue Kraft, neue Liebe, neue Besonnenheit erwachsen, die wir dann hinaus in die Welt tragen. Sie, die Sie diese Andacht im Internet sehen, können etwas von dem ausrichten, übers Telefon zu Ihren Nachbarn, die vielleicht kein Internet haben. Gerade unsere älteren Mitbürger sind über das Internet nicht erreichbar. Da tut es gut, wenn Sie den Hörer in die Hand nehmen und mal anrufen und vielleicht etwas von dem weitergeben, von dem Kraft-, dem Liebes- und dem Besonnenheitsgeist, von dem wir heute gehört haben. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir wollen miteinander beten und Fürbitte halten. Gütiger Gott, sei du bei allen, die vom Coronavirus infiziert sind. Schenke du Heilung, wo das möglich ist. Sei bei allen, die sich um die Kranken und um uns als Gesellschaft sorgen, die ihren Dienst tun in den Berufen, die wir so dringend brauchen. Stehe ihnen bei und halte deine schützenden Hände über sie. Öffne deine Arme und nimm die Sterbenden in Liebe bei dir auf. Wir wissen, dass du der Herr über Leben und Sterben bist. Wir vertrauen dir auch unser verstorbenes Gemeindeglied an. Nimm sie in deine gnädigen Arme auf und tröste alle, die um sie trauern. Stehe ihren Hinterbliebenen bei. Wir bitten dich auch für die Mächtigen in dieser Welt. Schenke ihnen Klugheit bei allen Entscheidungen, die es nun zu treffen gilt. Schenke ihnen auch die Einsicht, dass ihnen viele, viele Menschenleben anvertraut sind, damit sie weise handeln. Sei bei allen Menschen, die Furcht im Herzen tragen. Nimm ihnen die Angst, schenke ihnen wieder neue Kraft, Liebe und Zuwendung von anderen und einen besonnenen Geist. Das alles bitten wir dich im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, mit dessen Worten wir nun gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich.
Lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht. Tiefer Friede begleite dich. Ob du ausgehst oder du wach bist oder schläfst, sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist. Ob du in das Tal hinabgehst oder Berge vor dir stehen, mögest du den nächsten Schritt in seinem Und nun verabschieden wir uns. Aber im Herzen bleiben wir verbunden. Und vielleicht bleiben wir auch am Telefon verbunden oder über einen der anderen Kanäle. Bleiben Sie bis ganz zum Ende dabei. Da blenden wir unsere Telefonnummer, unsere Internetadresse und alles andere ein, wie Sie uns erreichen können und in Kontakt bleiben können in diesen Tagen. Aber dennoch gehen Sie nicht ohne den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.